Hi zu diesem neuen Video. Für dieses Video habe ich mir mal etwas anderes überlegt, denn heute möchte ich euch keine Produkte empfehlen, sondern eher entfehlen. Denn ich habe auch ja einige Fehlkäufe gemacht, beziehungsweise vieles habe ich auch mal geschenkt gekriegt, was so Zero Waste Produkte angeht. Und im Endeffekt habe ich die gar nicht genutzt. Und ja, der Sinn von Zero Waste ist ja eigentlich, dass man Müll vermeidet. Aber wenn das Zero Waste Produkt an sich nicht genutzt wird, hat man dadurch dann leider nur Müll erzeugt. Und deswegen sollte man sich solche Käufe besonders gut überlegen, ob man die denn wirklich braucht, weil ansonsten ist das Ziel halt total verfehlt. Einige der Sachen habe ich nicht mehr, da ich sie irgendwie weitergegeben habe, verschenkt oder halt auch weggeschmissen einfach. Aber ein paar Sachen habe ich noch da. Zum Beispiel diese Bambustücher. Das ersetzt quasi eine Küchenrolle, ist aber aus Bambus und das reißt man dann auch ab, kann man benutzen wie Küchenrolle und man schmeißt es dann aber nicht weg, sondern man kann es wieder waschen und dann wieder verwenden. An sich finde ich die Idee voll gut, aber die Sache hat einen großen Haken und ich weiß nicht, ob das andere nicht stört, weil ich so oft irgendwie zu hören kriege, dass Leute diese Bambustücher cool finden. Aber wenn ich das ja abreiße und dann wasche und dann wiederverwenden kann, ist es ja nicht automatisch wieder an einer Rolle dran, sondern ich habe nachher ganz viele einzelne Tücher. Und ja, die fliegen dann halt auch so rum. Das sind ja nämlich echt viele. Und das heißt, ich habe gar nicht so oft irgendwie was abgerissen, sondern ich habe das halt irgendwie benutzt und dann auch nur ausgespült und nicht direkt richtig gewaschen. Und ja, es ist halt eigentlich wie ganz viele kleine Küchenlappen nur. Und da kann man eigentlich direkt einen normalen Lappen nehmen und braucht nicht so Bambustücher, wo man dann die einzelnen Tücher wäscht und man kriegt die sowieso nicht mehr wieder eine Rolle dann nachher zusammen. Also, ja, das habe ich auch geschenkt gekriegt mal und ja, eigentlich eine gute Idee, aber irgendwie tut es halt ein ganz normaler Lappen da auch. Dann gehen wir weiter zu den Bambussachen. Und zwar ist es ein Bambusbecher. Den habe ich ebenfalls geschenkt gekriegt. Und erstmal abgesehen davon, dass ich gar nicht so to go mir Sachen hole, irgendwie einen Kaffee oder so. Ich trinke gar keinen Kaffee und so einen Tee hole ich mir unterwegs auch nicht. Erfüllt es bei mir einfach nicht seinen Zweck. Plus, ich habe dann nach einiger Zeit auch herausgefunden, dass sie sehr ungesund sind. Wenn da halt eben heiße Getränke reinkommen, weil das wird ja irgendwie auch hergestellt und da wird ein spezieller Kleber für verwendet und dieser Kleber ist wohl ja sehr gesundheitsschädlich und das löst sich halt eben auch ein bisschen ab, wenn man dann heiße Getränke drin hat. Also man kann ihn zwar für Kaltgetränke verwenden, aber ich meine, die meisten nutzen auch so einen Bambusbecher halt eben für heiße Getränke. Und ja, das ist dann nicht so gesundheitsförderlich. Ich kann euch auch mal einen Artikel oder so verlinken, falls ich da noch mal was finde. Und ja, ich würde den gern verschenken, aber ich meine, wenn ich etwas nicht benutze, auch weil es halt eben gesundheitsschädlich ist, ist das ziemlich komisch, sowas dann weiter zu verschenken. Bei den Bambustüchern geht es vielleicht noch, da findet vielleicht jemand für Verwendung, aber ja, ich weiß nicht, ob man sowas dann auch mit gutem Gewissen weiter verschenken kann. Das nächste Produkt habe ich nicht mehr da, das habe ich nämlich bereits weggeschmissen und ich spreche da von Bienenwachstüchern. Die habe ich auch vor ja, einiger Zeit, Jahren schon geschenkt gekriegt und ja, abgesehen dass die nicht vegan sind, aber ich meine, mittlerweile gibt es doch welche mit veganem Wachs, haben die bei mir nur sehr kurz ihren Zweck erfüllt, weil da durch die Handwärme quasi weicht sich das Wachs ein bisschen auf und dann kann man das um die Schüssel oder so, wo man das Tuch drum machen möchte, halt quasi das so einwickeln. Und das Ganze soll dann quasi Frischhaltefolie ersetzen. An sich auch wieder eine coole Idee, aber bei mir hat erstmal auch die Leistung nachgelassen quasi. Also irgendwann war es nicht mehr so gut formbar und es hat auch gar nicht an der Schüssel gehalten. Und zweitens kann man auch einfach einen Teller draufstellen oder direkt eine Dose nehmen. Davon hat man ja eh immer so viele und einfach da die Sachen drin reintun und es braucht gar keinen Ersatz für Frischhaltefolie. Ja. Deswegen hat das bei mir jetzt auch nicht sonderlich lange irgendwie einen Zweck erfüllt und bin schon immer eigentlich sehr gut ohne Frischhaltefolie auch ausgekommen oder Alufolie. Wenn ihr irgendwelche der Sachen benutzt, die ich hier gerade vorstelle und ihr super von überzeugt seid, dann schreibt mir das gerne mal. Das sind ja auch immer so persönliche Dinge, was man braucht, womit man zurechtkommt und womit nicht. Aber ja, bei mir hat es einfach auch keinen Zweck erfüllt.
dann kommen wir mal zum Thema Trinkflaschen. Ich habe hier mittlerweile eine aus Edelstahl. Davor hatte ich aber eine aus Glas, die ich dann in der Sporthalle vergessen habe. Deswegen hatte ich dann hier diese neue. Aber ja, ich würde keine Trinkflasche mehr aus Glas holen. Einfach weil sie mir auch, davor hatte ich auch eine aus Glas und die ist mir auch schon zerbrochen. Ja, also Glas wiegt erstmal irgendwie viel mehr. Plus, ja, kann es auf den Boden fallen und zerbrechen. Und dann hat man auch nichts mehr davon und braucht wieder eine neue. Also ich finde so Glastrinkflaschen nicht so super sinnvoll. Ich bin voll der Befürworter von so Edelstahltrinkflaschen, die halt auch echt einfach ewig halten. Jetzt könnt ihr sehen, ich habe da oben gerade ein Einmachglas rausgenommen, denn das nächste, was ich nicht mehr kaufen würde, sind Einmachgläser. Ja, es ist natürlich jetzt cool, dass ich die alle hier so schön einheitlich habe, aber man kommt auch anders einheitlich an man kommt auch anders an einheitliche Einmachgläser. Denn ja, man kauft ja ständig irgendwelche Lebensmittel, die auch in Glas sind und das kann man einfach wiederverwenden, anstatt dass halt eben extra Einmachgläser auch produziert werden. So, ja, kann man ganz viel CO2 auch einsparen, dass halt das Glas nicht erneuert werden muss. Man kauft kein neues Glas, spart Geld und ja, deswegen, ich kaufe keine Einmachgläser mehr. Und das Letzte, was ich euch zeigen will, ist ein bisschen in Klammern gesetzt, weil ich an sich das Produkt nicht mehr kaufen würde. Nur vielleicht nicht genau das, und zwar rede ich von Sonnencreme. Ich bin nämlich voll überfordert gewesen diesen Sommer. Welche Sonnencreme kaufe ich, weil es so eine große Auswahl gibt und ich kenne mich ehrlich gesagt mit den Inhaltsstoffen nicht so gut aus. Und ja, dann war ich im Unverpacktladen und dachte mir, ach komm, ich kaufe zumindest halt eins, was in so einem Glastiegel kommt und spare damit zumindest Plastik ein. Ich habe eine Freundin, die halt eben Kosmetikerin ist und sich sehr gut mit Inhaltsstoffen auskennt und sie hat sich das auch mal angeschaut und da sind halt nicht so gute Inhaltsstoffe drin. Also ich glaube, es ist generell schwierig, in normalen Läden Sonnencreme zu finden, die sehr gute Inhaltsstoffe haben. Ja, Sonnencreme ist generell halt eben ein schwieriges Thema. Aber sie meint halt eben, das wäre nicht so gut und ja, als Laie kennt man sich da halt einfach nicht aus und ich glaube, dann würde ich halt eben doch noch mal besser beim nächsten Kauf darauf schauen, was gut für meine Haut ist, von den Inhaltsstoffen her und nicht, dass es unbedingt halt einfach nur Zero Waste ist. Aber ich werde jetzt natürlich auch einfach aufbrauchen. Ich denke halt nur auf Dauer sollte man da vielleicht eine bessere Alternative für sich finden. Das war's auch schon. Das war ein recht kurzes Video. Ich meine, von Dingen, die ich jetzt nicht so befürworte, muss ich auch nicht so lange reden. Mich würde voll interessieren, was so eure Sachen sind, die ihr bereut habt zu kaufen im Bereich ja, Zero Waste Produkte, die ihr im Endeffekt doch nicht genutzt habt. Und falls ihr dann auch so Sachen halt eben überhaupt, die ihr nicht mehr braucht, dann versucht die zu verschenken, loszuwerden. Vielleicht gibt es ja jemand anderen, der die dann noch gebrauchen kann. Und dann war das Ganze nicht ganz so zwecklos. Dankeschön mal wieder fürs Einschalten und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!